So, damit kommen wir zu dem edukativen Webinar mit dem Thema mentale Stärke durch Verluste. Auch hier natürlich vorab der Risikohinweis, wenn Sie diese Dinge auch im Trading hier bei Tickmill umsetzen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Worum geht es in diesem Webinar? Es geht darum, wir schauen einfach mal auf die Realität im Trading in Bezug auf den Erfolg, in Bezug auf Verluste. Wir schauen, wie wir Emotionen nutzen können, weil Emotionen sind der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur im Trading, sondern eigentlich auch in unserem ganz normalen Leben. Aber wir traden ja hier und aus diesem Grund beleuchten wir die Emotionen mal unter dem Blickwinkel eines Traders. Also zweiter Agendapunkt hier, Emotionen der Schlüssel zum Erfolg. Danach schauen wir auf einen Punkt, den ich beziffert habe mit dem Titel Verluste verstehen und final das Ganze natürlich mit einem wichtigen Thema, und zwar dem Thema der Selbsteinschätzung. Das ist aus dem Bereich der Emotionen, aus dem Bereich der Psychologie ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wer sich selbst gut einschätzen kann, kann auch selbst sehr gut Veränderungen durchführen, die dann den Erfolg weit unterstützen und in dieser Richtung natürlich auch forcieren. Wie schaut denn die Realität im Trading aus? Diejenigen von Ihnen, die das schon eine ganze Weile machen, die werden mir da mit Sicherheit auch zustimmen. Am Anfang steht für viele der Wunsch, boah, das Trading, das ist einfach was total Geniales. Es ist der Traum da vom schönen Leben in Unabhängigkeit. Man kann an den tollsten Orten der Welt arbeiten und leben, braucht einfach nur eine Internetverbindung und ein Laptop, und das ist einfach total genial. Und dieser Wunsch, diese Vorstellung oder die Vorstellung auch nach einem schönen Leben, dass man sich ein tolles Auto kaufen kann oder was auch immer, ist für viele sozusagen der Grund zum Start mit dem Börsenhandel. Man hat einfach eine total tolle Vorstellung vom Trading, die auch durchaus berechtigt ist an dieser Stelle, und das bewegt dann natürlich den ein oder anderen Trader zum Beginn mit dem Kapitalhandel. Wenn der Start dann gekommen ist, man hat das Konto beim Trader, beim Broker eröffnet, dann geht es mit dem Trading los, und nach dem Start kommt dann oftmals entsprechend die Ernüchterung, sage ich mal. Der Trader merkt aus seiner ursprünglichen Idee, upsala, so einfach ist es dann doch nicht, wie man sich das vorgestellt hat. Es ist doch ein bisschen mehr dahinter, als nur auf den Knopf zu drücken und am Ende die Gewinne einzusammeln. Das heißt, man merkt als Händler, boah, Trading ist echt anstrengend. Man merkt auch, es fehlt an Wissen, und dieses fehlende Wissen führt dann entsprechend zu Verlusten im Portfolio. Das ist ganz klar. Und da gibt es auch einen Zusammenhang von der Depotentwicklung und dem Aufbau vom Fachwissen. Ne? Es ist am Anfang so, dass Sie das Depot voll haben. Und wenn das Depot dann sozusagen zum Start gebracht wird, ist Ihr Wissen relativ niedrig meistens. Also es kommt immer darauf an, an welchem Punkt Sie starten. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz anhand einer Zeichnung. Ich skizziere Ihnen das mal ganz kurz. Hole mal ein Zeichenprogramm hier in das Programm, in den Chart rein. Also wenn wir uns jetzt hier einfach mal ganz grob sagen, okay, wir machen jetzt hier mal einen Chart, dann haben wir hier natürlich hier oben am Anfang stehen das Guthaben, also hier beispielsweise die Euros liegen, und das Wissen, das steht an einer anderen Stelle hier im Chart, wo auch immer Sie beginnen, dann haben wir hier das Ganze so. Und am Anfang, wenn Sie mit dem Traden dann loslegen, dann beginnt Folgendes. Der Wissensprozess beginnt zu starten. Das heißt, je nachdem, wie schnell Sie aber lernen, aber im grundsätzlichen Bereich läuft die Wissenszunahme sehr, sehr stark nach oben. Das heißt, wir haben eine schöne ansteigende Kurve in diesem Bereich, die flacht dann irgendwann ab, und dann geht diese Kurve entsprechend auch nach unten. Das heißt jetzt nicht, dass Sie kein Fachwissen, also dass Sie Ihr Wissen wieder vergessen, aber Sie lernen nicht mehr dazu. Irgendwann hat man alles gelernt, was man lernen kann, und dann lernt man nichts mehr dazu. Und in der gleichen Zeit ist es entsprechend so, dass sich der
Kontostand durch die Fehler, die sie machen, mehr oder weniger nach unten entwickelt. Das heißt, man hat am Anfang tatsächlich die Tendenz, dass das Konto kleiner wird, das Wissen zunimmt. Und irgendwann dreht dieser Punkt dann um und läuft entsprechend wieder nach oben. Und da sehen Sie, das Wissen, die Wissenszunahme nimmt ab, Ihre Erfahrungen steigen und mit den Erfahrungen steigt dann, wenn Sie die richtigen Schritte unternommen haben, wieder entsprechend Ihr Kontostand. Und je besser Sie arbeiten, auch im Risikomanagement, je kleiner ist der Drawdown am Anfang, und je schneller Sie natürlich lernen, je schneller ist die Wissenszunahme und dann natürlich auch die Möglichkeit, in den profitablen Handel deutlich schneller einzusteigen. Also das mal eine kleine Grafik hier entsprechend in diesem Bereich, wie sich das am Anfang auch zuführt. Also es gibt das fehlende Wissen, das führt zu Verlusten. Und daraus, da kommt jetzt der Bezug zu den Emotionen auch. Da gibt es dann so eine Spirale. Diese Verluste führen dann sehr, sehr häufig zu emotionaler Schieflage. Und diese emotionale Schieflage, die bringt uns unterbewusst dazu, Sachen zu machen, die wir eigentlich überhaupt nicht machen wollen und die auch gar nicht gut sind für unser Trading und auch nicht gut für unser Portfolio. Weil diese Schieflagen führen dann zum Thema Overtrading. Ja? Sie sagen sich, Mensch, ich bin Händler, ich muss jetzt handeln, egal, komme es, was es wolle, wenn ich irgendwas sehe, mache ich einfach los, weil ich muss ja wirklich handeln. Sie versuchen dann bestehende Positionen, die Sie beispielsweise mit einem Stopp versehen haben, den Stopp zurückzusetzen oder diese Positionen zu verbilligen. Das heißt, in einem bestehenden Abwärtstrend beispielsweise weiterhin Long-Positionen aufzubauen. All diese Dinge, die kommen daher zustande, weil Sie durch diese emotionale Schieflage den Blick auf die Realität verlieren. Und das wirft dann natürlich so einen Gang beziehungsweise so eine Spirale in Gang, die dann in eine sehr, sehr unschöne Situation entsprechend mündet. Das heißt, nach diesem Start ist es so, dass irgendwann die Realität auch in jedem Kopf entsprechend ankommt. Und wir wissen, dass nur ein kleiner Teil der Trader langfristig auch dabei sind. Das heißt, wir wissen auch, über 90% der Händler, die geben einfach auf, bevor sie profitabel sind. Der Rest der Trader, die dabei bleiben, die auch profitabel werden, die gehen wirklich diesen harten Weg. Das mag jetzt hier ein bisschen, vielleicht komisch klingen, wenn ich sage, die gehen den harten Weg, aber ich kenne das ja selber aus meiner Handelshistorie. Als ich Ende der 90er angefangen habe, da war ich auch sehr euphorisch, das war eine tolle Marktphase, da konnte man kaum was falsch machen und danach gab es an den Börsen halt irgendwann diesen Knall und dann hast du halt als Händler irgendwann mal angefangen zu überlegen, irgendwas läuft hier gerade nicht mehr und damals habe ich auch in der Bank gesehen, wie die Menschen darauf reagiert haben, also diejenigen, die sich nicht damit befasst haben, aus den eigenen Fehlern zu lernen, die haben einfach der Börse die Schuld gegeben, die Börse ist doof, ich gucke das nicht mehr an, ich will damit nichts zu tun haben, das ist keine Aufgabe, die ich machen möchte und ich habe das bei mir gemerkt, wie ich mich dann im Endeffekt verhalten habe, ich habe halt wirklich überlegt, was kann ich denn machen, um entsprechend mit den Marktbewegungen profitabel auch zu handeln, das heißt, ich habe das gemacht, was ich jetzt im Nachgang mit Blick zurück auch weiß, dass das viele, viele andere erfolgreiche Trader machen, auch ganz andere erfolgreiche Sportler beispielsweise oder erfolgreiche Manager, die machen alle das Gleiche. Und im Trading heißt das, sie studieren den Markt, sie lernen den Markt ganz genau kennen, wissen, wie er wann reagiert. Sie sehen in den Charts beispielsweise auch die Verhaltensweisen der Marktteilnehmer. Sie lernen aus ihren Fehlern und diese Fehler werden entsprechend auch aufgeschrieben. Also hier gebe ich auch gerne nochmal den Hinweis zu einem Trading-Tagebuch. Führen Sie ruhig, gerade als Anfänger, ruhig ein Trading-Tagebuch. Das ist Ihr bester Coach, den Sie überhaupt haben können, weil daraus können Sie, wenn Sie das wollen, aus Ihren eigenen Fehlern lernen. Das ist anstrengend, doch ich weiß, es hilft unheimlich. Also auch bei den Coachings, die ich mache oder auch in den Seminaren, die ich gebe, wenn ich merke, es führen Händler tatsächlich Trading-Tagebücher. Die entwickeln sich deutlich besser, weil sie einfach auch den Sinn dahinter sehen, weshalb die Arbeit in dieses Trading-Tagebuch so wichtig ist. Ja? Dann ist das Thema, was erfolgreiche Händler auch machen, es wird ein sehr gut funktionierendes Risikomanagement aufgebaut, weil wir wissen heutzutage, es ist das Risiko als einziges, was wir halbwegs im Trading kontrollieren können. Das heißt, wir können selbst bestimmen, an welcher Stelle die Position im Verlust begrenzt wird. Über den Daumen haut das auch hin. Manchmal gibt es halt Gaps, da kann es schwieriger werden oder es gibt eine Spread-Auswertung, aber wir können das so in etwa kontrollieren. Wir wissen aber nie, wo der Markt hinläuft. Ja, wir können das vielleicht
vorahnen, aber ob das dann am Ende wirklich passiert, das weiß kein Mensch. Ja? Also das Risikomanagement aufzubauen, das ist das, was erfolgreiche Trader auch machen. Und ein weiterer Punkt, was der Unterschied zwischen den aufgebenden Tradern und den weitermachenden Tradern ist, es werden Strategien entwickelt. Ja? Gerade bei den Beginnern ist es so, die versuchen verschiedene Strategien auszutesten, merken, es funktioniert für sie nicht und sagen, will ich nicht, höre ich auf. Der erfolgreiche Trader hingegen, der hat dort eine ganz andere Herangehensweise. Er sagt sich in seinem Kopf, Mensch, wenn die Strategie jetzt für den einen oder anderen funktioniert hat, muss das ja auch für mich funktionieren. Und dann wird einfach diese Strategie genommen, geschaut, wie sie läuft, die eigenen Erfahrungen damit abgeglichen, dann wird das Ganze angepasst. Also es werden sozusagen individuelle Strategien gemacht. Wenn man viele verschiedene Strategien miteinander sieht und vergleicht, merkt man halt auch, die sind sehr, sehr ähnlich, diese Strategien, aber in bestimmten Nuancen, individualisiert durch den Trader, durch die Individualität des Traders, sind es halt persönliche Strategien. Und das ist halt das, was der erfolgreiche Trader auch macht. Also das ist die Realität. Die aufgeben, machen diese harte Arbeit nicht, diese schwere Arbeit. Die dabei bleiben, die gehen halt genau diesen Weg. Und das heißt, hier in dem Moment schauen wir einfach mal, was ist denn der Schlüssel auch zum Erfolg? Der Schlüssel zum Erfolg ist einfach, dass man versteht, dass unterbewusste Handlungen zu einem Ergebnis führen. Das kann jetzt gut sein oder das kann schlecht sein, ja. Gut ist es immer dann, wenn man nicht unterbewusst handelt, sondern wenn man bewusst handelt. Also in der Regel sind es die unterbewussten Handlungen, die häufig zu negativen Ergebnissen im Portfolio führen, gerade bei den Beginnern. Das darf jetzt nicht verwechselt werden mit dem Gefühl, was man hat, wenn beispielsweise eine Position gut im Plus steht und man sagt, ich will mich eigentlich durch den Markt ausstoppen lassen, aber der Markt fängt an, eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag zu legen, wo man sozusagen sagt, oha, das könnte jetzt schwierig werden, jetzt weiter noch nach oben zu laufen. Und dann merkt der Händler entsprechend, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem sollte ich vielleicht mal besser die Gewinne mitnehmen, weil ich hier an einer Stelle angekommen bin, wo ich sehe, der Markt will einfach nicht mehr höher. Also das ist was anderes, das ist dann nicht unterbewusst, das ist auch bewusst. Das heißt, gerade die unterbewussten Handlungen bei Anfängern führen halt häufig zu den Verlusten. Und durch diese Verluste entstehen entsprechend dann Emotionen, die nachfristig oder nachhaltig unser Trading auch negativ beeinflussen können. Das heißt, der Schlüssel zum Erfolg liegt hierin, dass die Emotionen durch Bewusstsein gesteuert werden. Weil wir können Emotionen natürlich nie verhindern, aber wir können mit einem gewissen Plan das entsprechende Bewusstsein steuern, um die Emotionen entsprechend etwas zu umgehen. Und das ist der Schlüssel entsprechend zum Erfolg an dieser Stelle. Roman, einen schönen guten Morgen. Schön auch dich hier im Webinar zu haben. Also, der Schlüssel zum Erfolg sind die Emotionen und da schließt sich wieder der Kreis zur Psychologie. Die Psychologie beeinflusst uns Menschen halt und natürlich auch uns als Trader und die richtigen Dinge zu tun, die können wir hier dazu nutzen, um erfolgreich zu traden. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, wie wir die Emotionen als Schlüssel zum Erfolg auch nutzen, entsprechend können. Das heißt, Emotionen, gerade am Anfang, da kommt so eine Spirale entsprechend ins Laufen. Das heißt, am Anfang gibt es, aus welchem Grund auch immer, sehr, sehr häufig einfach durch fehlendes Wissen, Fehlentscheidung im Handel. Und diese Fehlentscheidungen führen dann entsprechend zu Verlusten. So, jetzt nun hat der Händler gerade erst angefangen zu handeln, ist also noch sehr, sehr jung in seinem neuen Beruf sozusagen, in seiner neuen Tätigkeit. Und er sagt sich, na gut, das sind jetzt Verluste, aber die kann ich ja wieder ausgleichen. Das heißt, aus diesen Verlusten heraus wird der Wunsch zum Ausgleich einer Position bzw. eines Verlustes immer stärker. Und das ist die Spirale, die sich dann entsprechend auch weiter dreht. Der Wunsch wird immer stärker, der nimmt zu und dadurch übernehmen die Emotionen entsprechend die Entscheidungen. Das heißt, der Händler, der guckt gar nicht mehr so richtig hin, der guckt nicht mehr, was die Märkte machen, also der hat den Fokus auf den falschen, auf die falsche Stelle gesetzt. Der Händler guckt dann in dem Moment nicht mehr auf die Märkte, das heißt, der Wunsch ist es nicht, Erfolg durch den Trading des Marktes zu haben, sondern der Wunsch ist es dann nur noch die Verluste auszugleichen. Das heißt, er guckt nur noch auf die Verluste und überlegt, mit welchem Trade er oder wie viel Geld er mit dem Trade verdienen muss, um den Verlust auszugleichen. Besser wäre es zu sagen, okay, wir schauen mal, was der Markt macht. Was gibt er denn her? Welche Strategien können wir machen, um jetzt an den Märkten entsprechend Geld zu verdienen? Das heißt, da ist ein Fokusunterschied zwischen dem Markt und dem Portfolio. Und die, sag ich mal, der Wunsch, die Verluste wieder
wieder auszugleichen, führt dann zum Tunnelblick und es wird halt entsprechend nicht mehr die Motivation da sein, an den Börsen die Setups gut zu traden, sondern es ist nur noch die Motivation da, die Verluste auszugleichen. Da gehen wir auch nachher mal drauf, wie sich sowas Stück für Stück entsprechend auch mit aufbaut. Das heißt hier, wer es schafft, die Kontrolle über die Emotionen zu übernehmen oder zumindest weitgehend das Ganze so zu machen, der hat eine sehr, sehr gute Chance, das Ganze in die Gewinne hineinzubringen, weil sie einfach die emotionsgetriebenen Trades weglassen und nur noch die Trades machen, die auch entsprechend ihrer Handelsstrategie entsprechen. Und das ist der wichtige Punkt, da kommt es hin. Das heißt, hier schauen wir mal, wie können Emotionen denn kontrolliert werden? Emotionen können Sie kontrollieren durch, grob gesagt, über den Daumen drei Schritte. Nummer eins: Sie beobachten und analysieren. Das heißt, Sie beobachten Ihr Handel und analysieren auch die Ergebnisse Ihres Handels. So, das nächste ist, dass Sie verstehen, wie es zu den Verlusten gekommen ist. Und als dritter Punkt erstellen Sie dann daraus einen Plan zur Umgehung von Angst und Gier. Weil am Anfang steht häufig die Gier. Ah, ich brauche noch mehr Geld. Da könnte doch noch ein bisschen mehr nach oben kommen. Und da wird der Gewinn halt nicht mitgenommen, sondern der Gewinnstopp wird hochgezogen und dann plötzlich dreht der Markt wieder rum und dann wird ganz oft die Position im Minus ausgestoppt. Das ist ein total blödes Ergebnis. Man war einmal schön im Plus und geht im Minus raus. Ist keine schöne Sache. Das heißt, wir versuchen hier sozusagen mit diesem Plan die Emotionen, die uns am meisten beeinflussen, das ist das Thema Angst, das ist das Thema Gier, diese entsprechend mehr oder weniger zu kontrollieren. Das heißt, wir gehen jetzt mal die einzelnen Schritte durch. Nummer eins, Beobachtung. Die Beobachtung ist der Schlüssel zur Selbstkontrolle. Das heißt, wenn Sie hier entsprechend traden, dann versuchen Sie in irgendeiner Art und Weise sich, sagen wir mal, selbst zu reflektieren. Das Ganze hilft dann entsprechend auch, ihre Emotionen zu verstehen. Also bei mir hat sich das irgendwann entwickelt. Ich habe manchmal im Trading, das mag jetzt komisch klingen, aber ich habe manchmal im Trading das Gefühl gehabt, dass ich mich von außen selbst beobachten kann. Also ich habe für mich persönlich, ich habe halt die Gabe, ich kann meine Handlungen während des Handels auch mitbekommen. Ich hatte früher immer so die Situation, ich habe einfach den Chart angestarrt. Ich saß quasi wie der Jäger damals im Wald mit der Keule vorm Kaninchenbau und das Erste, was rausgekommen ist, hat eins über den Kopf geknickt, weil einfach das Essen wichtig war. Und so saß ich entsprechend vor dem Chart, vor dem kleinen Chart, in den kleinen Zeiteinheit. Der Trade lief an. Ich hatte zwar einen Plan, aber die Hand war immer an der Maus. Und wenn irgendwas passiert ist, was nicht in den Plan gepasst hat, klick, wurde der Trade zugemacht. Mit dem Ergebnis, dass der Markt noch in meine Ziele reingelaufen ist und einfach nur so einen Mini-Mini-Gewinn mitgenommen hatte von einem geplant möglichen Gewinn, der auch viel, viel größer gewesen ist. Das war bei mir so der Punkt, wo ich gemerkt habe, Junge, irgendwas musst du hier an dieser Stelle verbessern. Und durch Zufall habe ich halt gemerkt, dass ich das mitbekommen habe. Und wenn ich das heute merke, dann weiß ich sofort, was ich zu tun habe. Also das ist so das Thema Selbstkontrolle. Ich habe halt die Gabe, mich von außen zu sehen. So geht es vielen Menschen. Das höre ich häufig von Tradern. Und wenn sie das nicht haben, dann machen sie es durch Trading-Tagebuch. Schreiben Sie ruhig auf, wie Sie sich auch während des Trades gefühlt haben, dass Sie daraus entsprechend eine Selbstreflexion ableiten können. Und das hilft Ihnen dann entsprechend, Ihre Gefühlslage zu verstehen, weil Sie merken, wie Sie in diese emotionale Lage kommt. Und das hält Sie dann nämlich davon ab, Ihre Strategie durchzutraden. Das heißt, die Emotionen schlagen Ihnen da ins Konto und verhindern, dass Sie die Strategie zum Ende bringen können. Das heißt, das ist das Thema Beobachtung. Das Thema Analyse ist ja ein weiterer Punkt. Die Analyse bietet für Sie die Grundlage zur Erstellung von Handelsstrategien. Das heißt, Ihr Handeln an sich, die Handelsstrategie, besteht ja auch aus verschiedenen Punkten. Das ist zum einen die Chartanalyse, was Sie wann wie machen, aber es bietet halt auch den Punkt, sozusagen, wenn Sie ein Signal bekommen, dass Sie mit aufschreiben, was Sie dann, wenn dieses Signal im Chart auftritt, was Sie dann an Folgepunkten zu machen haben, weil die traden das ja nicht blind, sondern da gibt es ja dann noch ein paar andere Dinge. Das heißt, wo ist die Absicherung, wie groß darf die Position sein, also Geldmanagement, Risikomanagement, all diese Dinge, das muss ja alles in die Strategie mit eingearbeitet werden. Das heißt hier, wenn Sie die Analyse richtig machen, können Sie dann Ihre Strategie wirklich rund machen, bestimmte Parametereinstellungen machen, dass Sie einfach erfolgreicher sind. Und das Ganze bietet dann
oder ebnet ihnen dann den Weg zur Duplikation von Gewinnen. Das heißt, die Dinge, die wirklich gut funktionieren, die nehmen sie aus der Analyse raus, verfeinern die und machen die immer besser. Das, was nicht funktioniert, das schafft dann entsprechend das Verständnis über die Verstehung von über die Entstehung von Verlusten. Das heißt, durch diese Analyse sind sie in der Lage, die Sachen, die nicht funktionieren, zu verbessern bzw. gesamt komplett rauszustreichen. Und die Sachen, die funktionieren, die machen sie halt immer und immer wieder. Und das, dieses Verständnis, das sie aus dieser Analyse herausbekommen, das ermöglicht dann den Plan zur Umgehung von Angst und von Gier. Das heißt, wenn sie eine gute Strategie haben und sie wissen, sie können sich darauf verlassen, dann können sie mit dieser Strategie halt das Thema Angst und Gier umgehen, weil sie wissen halt, sie können sich auf diese Strategie verlassen. Ja, bei mir hat das dann zum Beispiel dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, okay, wenn du jetzt diese Analyse gemacht hast, der Trade läuft, dann kannst du vom PC einfach weggehen, weil der ganze Rest macht der Markt, das kann ich nicht mehr entscheiden. Und im schlimmsten Falle greife ich halt in den Markt ein, der schön in meinen Gewinn läuft, aber ich mache die Position vorher zu. Das sind halt einfach Sachen, die wollen wir nicht. Und aus diesem Grund hat das dazu geführt, dass ich meine Gefühle umgehe. Ich greife einfach nicht mehr ein. Und das ist dann der Punkt, der aus der Analyse entsprechend herausgekommen ist, um hier die richtigen Wege entsprechend zu ebnen. Das heißt hier, schauen wir mal auf die typische Emotionsspirale, die darum auch geht, wenn wir die Emotionen nicht kontrollieren können. Das heißt, wir haben zum Ersten den Punkt, dass wir die aktuelle Situation nicht akzeptieren. Also quasi, wir haben den Trade aufgemacht, wir haben eine Chartanalyse gemacht, alles ist schick, wir haben den Trade offen, ja, und der läuft gegen uns. Und das ist der erste Punkt von der Emotionsspirale, dass wir als Händler einfach sehen, okay, wenn der Markt gegen uns läuft, dann müssen wir aus der Position einfach rausgehen. Punkt. Diejenigen, die noch am Anfangsstadium sind, die sagen sich dann, na gut, vielleicht wird es ja noch. Also sie akzeptieren die Situation nicht. Der zweite Punkt, der Händler regt sich dann auf. Das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt auf den Knopf gedrückt und schon wieder läuft der Markt gegen mich. Also da kommen wirklich Emotionen, die kochen dann in den Händlern sozusagen hinein. Und wenn dann auch das Risikomanagement nicht passt, dann wird das Ganze immer verheerender. Da kommt es dann zum dritten Punkt. Der Markt läuft so weit gegen sie, dass sie irgendwann sagen, Augen zu, ich gucke nicht mehr hin, ich hoffe mal, dass wieder alles gut wird. Ja? Das sind dann so Dinge, die kommen, das ist dann der dritte Punkt der Emotionsspirale. Der vierte Punkt ist einfach der, dass gesagt wird, okay, ist mir jetzt alles wurscht, ich kann hier nichts mehr machen. Das heißt, der Händler sitzt sozusagen wie das Kaninchen von der Stange und macht einfach nichts mehr. Und der fünfte Punkt ist dann entsprechend die Akzeptanz von Verlusten. Das heißt, er sagt einfach, oh Gott, ja, dann ist es jetzt so und fertig. Und macht vom Prinzip her überhaupt nichts mehr, gibt mit dem Traden auf, das Ganze funktioniert nicht. Also das ist so eine typische Spirale. Und aus dieser Spirale kann man halt rauskommen, indem sie als Händler die richtigen Schritte entsprechend auch mit übernehmen. Und das, der Schlüssel, die Basis dazu ist halt einfach, dass sie wissen, wie Verluste entsprechend auch entstehen. Das heißt, sie verstehen, wie Verluste entstehen. Und da gibt es sehr, sehr viele Gründe, wieso Verluste entstehen. Die sind wirklich sehr, sehr weitreichend und auch individuell. Das ist nicht bei jedem das Gleiche. Das heißt, das sind zum einen fehlende Markt- und Produktkenntnis, mangelnde Marktvorbereitung. Wer da Fehler macht, die Trends übersieht, zahlt halt einfach ein. Das Thema mangelhafte Marktvorbereitung oder dass man keine Handelsstrategien hat, die funktionieren, dass kein Risikomanagement vorhanden ist, dass man in der Chartanalyse wirklich Fehler macht oder man einfach die falsche Zeiteinheit zum Traden benutzt, weil man einfach kein Wissen hat, welche Zeiteinheit denn nun die richtige zum Traden hat. Oder aber auch ein Punkt, der fehlende Rückhalt im Umfeld, dass der dann auch emotionalen Druck auslöst. Wenn der Partner einfach sagt oder die Partnerin sagt, was du hier machst, gefällt mir nicht. Und sie sagen aber, na, das wird aber schon werden, da können wir was Schönes machen. Das baut halt Druck auf. Da kommen sie, auch dadurch können sie in emotionale Schieflage geraten. Das sind alles Dinge, die können verantwortlich für Verluste sein. Und da ist es halt wichtig, dass sie den Umgang mit diesen Verlusten richtig angehen. Das heißt, wenn sie einen Verlust auch machen, dass es da keine Ausreden gibt. Ja, ich höre das auch oft, gerade von Anfängern im Trading, der Markt war schuld oder was auch immer. Auf alle Fälle wird die Schuld von sich geschoben. Das ist ein normales menschliches Verhalten, ist aber absolut kontraproduktiv im Trading. Das heißt, hier ist es halt wichtig, dass sie keine Ausreden haben, dass sie die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, weil sie sind derjenige, der auf den Knopf gedrückt hat. Sie haben die Handelsstrategie ausgearbeitet, haben den Marktanalysten gesagt, ja, so ist es. Also übernehmen Sie bitte auch die Verantwortung. Und diejenigen, die das machen, verdienen auch nachhaltig Geld, weil sie auch daraus lernen. Das heißt, die Umgang mit Verlusten ist, keine Ausreden zu finden und Strategien
für den Umgang oder für die Umgehung von Situationen zu erarbeiten, dass sie halt durch die Verluste nicht in entsprechende emotionale Schieflage geraten. Und das bringt uns dahin, dass wir ein Verständnis darüber haben, wie diese Verluste entstehen. Und aus diesem Verständnis heraus erfolgt dann die Kontrolle. Das heißt, die Kontrolle macht den Umgang mit unseren Emotionen entsprechend erfolgreich und bringt uns in eine ganz, ganz entspannte Lage auch im Trading. Wie können Sie den Weg zur Kontrolle ebnen? Nummer eins, ich hatte es angedeutet, die Übernahme von Eigenverantwortung. Nummer zwei, das Trading als Beruf verstehen. Ja? Wenn Sie arbeiten gehen, machen Sie Ihren Job auch nicht Larifari. Ja? Wenn Sie dort erfolgreich sind, dann haben Sie Strategien, die Sie anwenden, um hochprofessionell zu arbeiten. Im Trading ist das genau das Gleiche. Verstehen Sie das Trading als Beruf, den Sie professionell ausüben wollen, und dann wird das auch funktionieren. Und dann natürlich, Sie brauchen auch eine professionelle Struktur. Das heißt, Sie brauchen eine vernünftige Technik zum Traden. Sie brauchen funktionierende Strategien und Sie brauchen unter anderem auch natürlich ein funktionierendes Risiko- und Money-Management. Und wenn Sie das gemacht haben, dann sind Sie auch in der Lage, sich selbst einzuschätzen. Das heißt, bei dem Thema Selbsteinschätzung ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie ein richtiges Bild vom eigenen Handel haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie auch erkennen, wenn etwas nicht funktioniert. Ja? Das können sein, wenn Sie beispielsweise merken, wenn ich unter Zeitdruck handle, fange ich an, Fehler zu machen, dann lassen Sie es sein. Wenn Sie merken, Sie fühlen sich unwohl und machen Fehler, dann lassen Sie es sein. Wenn Sie den Zwang zum Traden verspüren, lassen Sie es sein. Beschäftigen Sie sich damit, wie Sie diesen Zwang umgehen und nur dann handeln, wenn Ihre Signale auch aufteilen. Oder wenn Sie merken, wenn Sie unruhig in Ihrem Trading sind, dann immer Fehler machen, dann schauen Sie drauf, wie Sie das erkennen und sagen, okay, ich bin jetzt unruhig, wie umgehe ich das, damit ich wieder gut und gerne ruhig traden kann und mich auf meine Strategien entsprechend fokussieren kann. Das heißt, wenn Sie erkennen, wenn etwas nicht funktioniert, können Sie daraus sozusagen einen Plan erstellen, wie eine Art Checkliste, und diese Planerstellung gilt dann als Blaupause zum Erfolg. Das heißt, Sie planen Ihren Trade und traden entsprechend dann den Plan. Und ein solcher Plan kann Punkte enthalten, die Sie einfach Stück für Stück ableiten. Wie beispielsweise, ich persönlich schaue auch gern Formel 1. Da ist es auch so, dass da kann ich immer wieder beobachten, wenn das Rennen losgeht. Da gibt es wirklich einen Plan, was jeder Techniker macht, was wann abgearbeitet wird, bevor das Auto losgeht. Wird ein Technikcheck gemacht, dass alles funktioniert und so weiter und so fort. Also die haben ihren Plan, und genauso einen Plan brauchen wir auch im Trading. Das heißt, in dem Plan kann halt oder sollte halt drinstehen die richtigen technischen Voraussetzungen, der passende Anlagezeitraum, der optimale Broker. Wenn Sie einen Broker haben, der nicht zu Ihnen passt, wo Sie nur große Positionsgrößen traden wollen, dann ist das halt einfach etwas ungünstig. Das heißt, wenn Sie sozusagen auf den DAX traden wollen, dann können Sie hier bei Tickmill wirklich kleine Größen traden. Wenn Sie einen Broker haben, der nur den Future-Handel zulässt, aber der Future zu groß ist für Sie, dann ist das nicht der richtige Broker für Sie. Also das muss alles entsprechend passen. Dann brauchen Sie das Fachwissen über die Märkte. Sie müssen genau wissen, wie Ihr Markt funktioniert, weil nur mit diesem Wissen können Sie auch die richtigen Handelsentscheidungen treffen. Sie brauchen in diesem Plan Punkte, was das Thema Risiko und Money Management angeht. Sie müssen aufschreiben, welche Handelsstrategien für Sie auch funktionieren, damit Sie auch genau wissen, was Sie wann zu machen haben. Wichtiger Punkt ist die Marktvorbereitung, dass Sie wissen, wann wichtige Nachrichten anschauen, um erratische Bewegungen außen vor zu lassen oder auf Nachrichten auch vorbereitet zu sein. Ne? Und auch dann natürlich das Thema Trade-Vorbereitung, Trade-Ausführung und auch die Nachbereitung. Das sind wichtige Punkte, die in so einem Plan zu stehen haben. Und dann, wenn Sie das alles machen, haben Sie eine schöne Blaupause, mit der Sie Ihre Emotionen kontrollieren können und dann den Schlüssel zum Erfolg in Ihrer Hand haben. Ne? Also das heißt, Sie wissen, Emotionen sind der Schlüssel zum Erfolg. Schieflagen entstehen durch Verluste und die Verlustvermeidung ist sozusagen die Basis für die Kontrolle der Emotionen. An dieser Stelle möchte ich mich gerne für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche Ihnen gute Trades, verabschiede mich bei Ihnen und sage bis zum nächsten Webinar. Ihr Mike Seidel.